freue mich, ja, dass ich jetzt auch einen Platz an der Bande einnehmen werde und hoffe natürlich, dass das nicht mein letzter Sieg hier war. Ja, ich bin öfters, ich nehme die Bahn eigentlich auch noch zum Trainingszwecken so ein bisschen mit rein, weil es einfach ein bisschen, ja, gerade um die Schnelligkeit halt in den Beinen zu behalten, ist das ganz gut, gerade im Winter. Und auch wenn schlecht Wetter ist, ist das eine gute Alternative zu trainieren. Und ja, so hat es halt jetzt gut reingepasst hier. Ich war früher viel auf der Bahn unterwegs und ja, mich gefreut, dass ich jetzt hier dabei war. Ja, am Ende war einfach die Eins mit Polet und De Ketel einfach stärker. Das haben sie heute nochmal ganz klar in der Finaljagd demonstriert. Da konnte keiner mehr mitfahren und deswegen verdient der Sieg von den beiden. Also ich wüsste es jetzt nicht, glaube ich, in den letzten 8 oder 9 Jahren, seit ich hier bin, dass es so eng war. Und es war wirklich Wahnsinn. Und heute die Stimmung hier war unglaublich, war ein richtiger Hexenkessel und war richtig, richtig gut. Ich habe selber Gänsehaut gehabt unten am Bahnrand in den letzten Runden, weil hier so viel Emotion drin war, auch vom Publikum her. Also es war richtig, richtig gut. Nils Polet kann das, der ist viel auf der Bahn gefahren. Wohnt in Köln, da gibt es auch eine Radrennbahn. Also der hat von klein auf schon immer Rad auf der Bahn gefahren und macht das ja auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, das hat jeder gesehen hier und ich glaube, es gefällt ihm auch besonders gut hier 6-Tage-Rennen. Auch mit dem bisschen Party und abends, er ist ja wirklich ein ganz, ganz lustiger Junge. Ist halt ein Kölner, ne? Der liebt das Feiern. Und ja, war super. Und ich hoffe, dass er wiederkommen kann.